Friedrich Merz hatte keine Zeit, da haben wir diesen jungen Mann genommen. Tja, 30 Jahre Palottinische Gemeinschaft Berlin, 25 Jahre Palotti Mobil, 20 Jahre Movimento Palotti, 10 Jahre Check und 17 Jahre der Inländerbeauftragte. Seit 2006, in der Zeit, Bischöfe kamen und gingen, der Inländerbeauftragte blieb. Ist Heiner Koch noch Bischof? Oder hat Lissi den Hirtenstab übernommen? Nein, Heiner Koch ist hier. Dürfen wir aufstehen? Heiner Koch ist hier. Applaus! Und Lissi, dich wollen wir ja hier in Nordneukölln behalten. Da sind wir zu Haus, das ist prima. 17 Jahre Inländerbeauftragte, Bischöfe kamen, Bischöfe gehen, Bundeskanzlerinnen kamen und gingen. Der Inländerbeauftragte aber blieb. Ist Olaf Scholz noch Kanzler? Oder ist es schon Sarah Wagenknecht? Sarah heißt ja Fürstin. Die Fürstin von Rosa zu Luxemburg. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die will Kaiserin von Deutschland werden. Und vielleicht noch Sarah, Zarin von Russland. Sarah Katharina, die ganz Große. Aktuell gibt es innenpolitisch ja zwei Hauptdiskussionen. Bei der einen überbieten sich ja fast alle darin, wie wir mehr abschieben können. Bei der anderen, wie bekommen wir die AfD gebremst? Da ich ja als Inländerbeauftragter weiß, dass nicht unbedingt die Ausländer das Problem sind, sondern oft wir Inländer, dafür bin ich ja da, habe ich einen praktischen Lösungsvorschlag. Ich denke einfach die zwei Themen Abschiebung und AfD mal zusammen. Wie wäre es, wenn wir alle AfDlerinnen und alle AfDlerinnen und Wählerinnen abschieben? AfD-Wählerinnen, also Hajo, du merkst, ich gendere hier. Erst gendern bei AfDlerinnen und dann abschieben, das könnte richtig Spaß machen. Also wir hätten dann so 20% weniger in Deutschland an Menschen. Und wieder richtig Platz, auch Wohnraum. Und das Geniale an dieser Idee, je mehr AfD wählen, desto mehr können wir abschieben. Wir brauchen also keine Panik mehr haben vor noch mehr AfD. Wir nehmen die Partei einfach mal ernst. Sie sprechen doch ständig davon, dass in unserer Gesellschaft eine Umvolkung stattfindet. Umvolkung. Ja, wir fangen mit ihnen an. Aber wohin mit ihnen? Wer nimmt sie auf? Ich habe natürlich an den Vatikanstaat gedacht. So eine AfD-Zeltstadt in den Vatikanischen Gärten. Gut, der wäre wohl zu klein. Und wir wollen ja kein weiteres überfülltes Flüchtlingslager in Europa. Und habe ich mich gefragt, ist der Vatikan überhaupt ein sicheres Drittland? Da soll es Korruption geben. Vatikanbank. Sexualisierte Gewalt und ihre Vertuschung. Ehrlich, das will ich jetzt auch keiner AfDlerin antun. Ich bin ja als Inländerbeauftragter ein Menschenfreund. Und als Jesus-Follower soll ich ja sogar meine Feinde lieben, auch wenn sie Alice oder Björn heißen. Nein, wir, das heißt meine KI und ich, kamen auf eine viel bessere Idee. Ich gab meiner KI die Frage ein, wohin kann man Deutsche abschieben? Und ihr werdet staunen, es kam jetzt nicht Mallorca, auch nicht La Gomera,
denn da sind ja schon genug Deutsche. Sondern die KI kam auf folgende Idee. Da die AfD ja Tradition liebt und nach den deutschen Wurzeln sucht, kann man sie ja mal in den ehemaligen deutschen Kolonialgebieten suchen gehen lassen. Zum Beispiel Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Ruanda, Burundi. Stellen wir uns das einfach mal vor. Also Höcke und Co. in den Flieger und ab nach Tansania. Dann kommen sie gleich vom Flughafen in ein Auffanglager. Und sie bekommen sofort die Aufforderung, integriert euch. Und Höcke sagt, wie soll das gehen? Wir sind doch hier nur unter uns. Macht erst mal einen Sprachkurs. Lernt Swahili. Swahili ist eine gelungene Mischung aus arabischer Sprache und Bantusprache. Eine echte Rachen-, Gaumen- und Zungenherausforderung für Arier, AfDlerinnen. Dann wird Höcke vielleicht sagen, dann lasst uns doch wenigstens arbeiten. Dann lernen wir doch die Sprache am schnellsten. Braucht ihr denn keine Facharbeiter? Doch, doch, wird ihnen da gesagt in Tansania. Aber doch nicht euch. Wir wollen nur Deutschlands Beste. Liebe AfDlerinnen, sind denn welche hier? Traut sich keiner, sich zu outen? Man könnte ja abgeschoben werden. Nein, keiner von uns will euch hier loswerden. Wir sind doch hier die weltfremden Gutmenschen. Wie realitätsfern wir sind, das könnt ihr gerne mal bei Palutomobil oder beim Forum Asyl studieren, indem man da mitarbeitet. Das Ganze soll einfach mal ein Gedankenexperiment sein, sozusagen ein umgekehrter Praxistest, wie wir mit Ausländerinnen hier bei uns umgehen und wie wäre es jetzt, wenn Deutsche, muss ja kein AfDler sein, mal in ein anderes Land kommt und genau so behandelt wird. Integriert euch, lernt die Sprache, aber arbeiten darfst du nicht. So möchte ich jetzt mit einem Gebet schließen. Es hat meine KI getextet. KI sollte man nicht nur verteufeln. Es ist sozusagen ja mein Hirnersatz. Deswegen brauche ich nur eine ganz kleine KI für mein Ersatzhirn. So beten wir mit KI. Gott, du hast uns diese Erde anvertraut. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen nicht unbedingt KI, aber dich und dich. Schenke unserer Welt mehr soziale Intelligenz. Schenke unserer Welt mehr spirituelle Intelligenz. Amen. Halleluja. Halleluja.